Ich mache jetzt quasi alles, was ich im Livestream gemacht habe, damit ihr natürlich auch nichts verpasst. Oh, dreckiges Wildschwein. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer weiteren Folge der Forest mit eurem Inferno. Ja, was ist passiert? Ich habe am Freitag ja einen Livestream gemacht. Und ja, da haben wir ein bisschen was ausprobiert, ein bisschen rumprobiert. Allerdings wurde das Ganze nicht gespeichert, so wie ich das auch vorhatte. So, ja, wir haben ein Baumhaus gebaut, aber ich denke, diesen Plan werden wir auch weiterhin vollführen. Weil ich fand eigentlich, dass das sehr cool aussah. Oh, Lizard. Oh, Lizard. Ja, was ich aber dazu sagen muss, die Wildschweine, die wir hier sehen, das sind keine freundlichen Genossen. So, wir schlafen jetzt erstmal eine Runde. Ja, das ist schön, wenn die Folge gleich so anfängt. Ja, und nochmal zur Erklärung, warum in letzter Zeit so wenig Folgen kommen. Das Problem ist, ich habe ein Zeitproblem. Das ist zum einen. Und zum anderen ist es so, ja, es ist... Ihr kennt es, ich möchte eigentlich gar nicht so viel verraten. Ich habe auf jeden Fall was Spannendes für euch vorbereitet, was in den nächsten Tagen auf euch zukommt. Bleibt einfach fleißig auf dem Kanal, es wird hochkommen, ich weiß noch nicht wann, weil es ziemlich viel Arbeit ist. Aber seid gespannt, es wird eigentlich richtig cool, so wie ich mir das vorstelle. Und euch gefällt es bestimmt. So, wir trinken jetzt erstmal ein Soda und meine Nase juckt wie immer. So. Okay, ja, im Livestream habe ich dann noch eine Fackel gebaut. Ja, eine Fackel gebaut, aber das lasse ich jetzt diesmal, weil ich habe eigentlich voll Bock, so ein Baumhaus zu bauen. Alpine Tree. Warum wackelt das denn so? Ah, ich weiß groß gar nicht mehr, wo das Baumhaus war. Woodbench, Cactoplan, Deerskin. Okay, Boote. Also ich finde jetzt gerade das Baumhaus nicht mehr. Cabin, Log Cabin, Shelter. Das müsste ja nicht hier mit sein. Treehouse! Da ist es doch. Ja, und ich fand das eigentlich mit dem Baumhaus richtig cool. Und deswegen bauen wir da auch weiter oder fangen da von vorne an, weil das war echt cool. Ich weiß nicht, wer von euch den Livestream gesehen hat, der weiß, oh, das sah echt fett aus. Und genau so geht es da auch weiter jetzt. Ich mache jetzt quasi alles, was ich im Livestream gemacht habe, damit ihr natürlich auch nichts verpasst. Oh, dreckiges Wildschwein. Das ist mir im Livestream auch sehr häufig passiert, dass ich von Wildschweinen attackiert worden bin. Aber gut, da müssen wir mit leben. Die greifen zum Glück nicht andauernd an wie die Eingeborenen, unsere eingeborenen Freunde. So, wahrscheinlich bauen wir auch gerade in dem ihren Wohnzimmer. Und dass die deswegen vielleicht ein bisschen angepisst sind, kann ich mir denken. Aber es ist mir egal. Okay, war hier nicht gerade noch? Nein, okay, der ist weg. Der ist weggeglitscht. Ja. Okay. So, rein damit. Und ja, das sieht sehr komisch aus. Interessiert mich aber gerade gar nicht. Weil ich will jetzt erstmal hier... Zack. Bäumchen fällen, weil wir brauchen viele Bäume für das Ding. Um genau zu sein, 32 und eine Rope. Da habe ich aber schon eine Idee, wo wir die herbekommen. Oder wo wir das Seil herkriegen. Und zwar, wenn ich mich recht erinnere, in früheren Folgen war es ja so, dass wir in den Baracken von den Eingeborenen immer ein bisschen Seile gefunden haben. Und ich denke, da werden wir dann auch in das Dorf, was jetzt den Hügel runter ist, dann mal vorbeischauen und vielleicht etwas mitnehmen. Okay. Oder wir machen es gleich, dann habe ich es weg. Ach, dämliches Wildschwein. Und dann auch noch so feige und abhauen, ey. Das habe ich gerne. So. Ach, dich nehme ich noch mit.
da du hier gerade so schön rumliegst. Wir müssen dann bloß wieder den Weg nach oben finden. Schade, dass man hier keine Brotkrümel oder sowas verteilen kann, damit wir auch den Weg wiederfinden. Aber ich denke, unser Häuschen wird uns hier angezeigt. Genau. Sehr schön. Okay, dann gehen wir jetzt mal zu den Eingeborenen rüber. Besuchen die mal und schauen, ob die einen Rope oder ein Seil rumliegen haben. Da müssen wir jetzt erstmal ein bisschen schwimmen, das ist aber überhaupt kein Problem. Ja, und ihr hört es immer noch, ich bin echt noch ein bisschen krank und erkältet. Was auch ein Grund dafür war, dass keine Videos gekommen sind. Es ist echt schlimm, liebe Freunde. Es ist, ich weiß auch nicht, heute ist Ostern, frohe Ostern euch allen natürlich. Aber es muss bald mal besser werden. Ich sag's euch ganz ehrlich, ich habe keine Lust mehr, andauernd krank zu sein. Es geht langsam wirklich an die Substanz und es nervt nur noch. Wenn du wirklich alle paar Minuten eine Erkältung bekommst, gar nicht cool. Und wie ich es neulich schon angesprochen habe, in der Arbeit, ihr könnt es euch ja denken, kommt das natürlich auch nicht so cool an. Aber gut, was willst du machen? Wenn man krank ist, ist man krank. Da kann man nicht einfach sagen, oh, jetzt bin ich nicht mehr krank, jetzt komme ich vorbei, was bist du? Ach so, du bist nur ein Grafikfehler. Steinchen nehme ich mit. Hä? Ach so, das ist nur so ein dämlicher kleiner Klotz. Kein Seil. Verdammt. Ich bräuchte aber ein Seil. Und zwar ziemlich dringend. Kann ich ein Seil auch selber bauen? Bestimmt aber aus was? Ah, wie baut man ein Seil? Ich denke. Nein, nicht equipen. Ach du Idiot. Oder ich Idiot, je nachdem. So. Wir wollen die Axt equipen und dann das Ding hier. Dann können wir eine Fackel bauen. Aber wie bauen wir jetzt daraus? Ein Seil. Ah ja, hier. Creep crafted. Nee, da bringt alles nichts. Das kann ich hier draus craften. Nein, auch nicht. Molotov. Timed, nee. Ich muss es einfach jetzt ausprobieren, Freunde, weil. Oh, Scheiße. Oh Gott. Hüpft da ein Osterhäschen vorbei und ich denke, die Eingeborenen kommen gerade um die Ecke. Oh, liebe Freunde, das hat mir jetzt echt gerade einen Schrecken versetzt. Eieieiei. Verdammt, wir brauchen aber trotzdem noch ein Seil. Im Livestream hatte ich das gleiche Problem, bloß dann bin ich auf Bloodborne umgeschwungen. Und dann war das nicht mehr so relevant. Okay, jetzt hauen wir mal das große Ding da kaputt. Vielleicht kommt ja da dann ein Seil raus. Weil die müssen das ja auch irgendwie bespannt haben. Okay, also hier haben wir zuerst mal ein bisschen Sticks. Aber, wie es aussieht, kein Seil. Oh, verdammt. Wo kriege ich jetzt ein Seil her? Wo kriege ich jetzt ein Seil her? Gut, wir müssen ja erstmal die Bäume noch fällen, aber so ein Seil, das wäre schon was Feines. So, ich hau mir erstmal einen Energy-Riegel rein. Aber ein Pfeil. Ein Seil. So, Equip. Okay. Ah, verdammt. Ach cool, jetzt haben wir es an beiden Händen. Kann man auch mit dem Update. Und die wollen ja jetzt auf die Unity 5 Engine umstellen. In 9 Tagen ist es, glaube ich, soweit. Bin ich schon sehr gespannt. Ach, wo kriege ich jetzt ein Seil her? Normalerweise wird es ja. Man könnte es. Vielleicht auch so Lianen oder so machen, aber Lianen gibt es hier ja nicht. Und so der Survival-Experte bin ich jetzt auch nicht, was das angeht. Sehr komisch. Okay, naja, gut, egal. Wir müssen eher erstmal Bäumchen fällen und sammeln und hinstellen. Und warum bist du eigentlich so langsam heute? Ist ja der Wahnsinn. So, vielleicht kann ich die Dinger.
Bist du ein Seil? Cool, habe ich das jetzt aufgesammelt? Nein, habe ich nicht. Okay. Stein. Wie mache ich das jetzt? Oh, ich will die süße Schildkröte nicht töten, aber vielleicht kann ich dann irgendwas machen damit. So. Nö, leider gar nichts. Das heißt, ich habe umsonst dieses kleine süße Tier umgebracht. Oh, Schande über mein Haupt. Oh, ein Steinchen. Nehme ich mit. Wenn ich ein Seil wäre, wo würde ich mich verstecken? Natürlich im eingeborenen Lager, aber da liege ich nicht. Das ist doch zum Mäusemelken, liebe Freunde. Ja, dieser Ausdruck ist sehr alt und ich weiß gerade gar nicht, warum ich den überhaupt verwendet habe. Zack, und wir hauen das Bäumchen kaputt. Lecker gut. Ja, bist müde, ne? Ja, was ist schon, Bub? Mit letzter Kraft. Komm schon. Hau rein. Komm schon. Du bist doch ein Bär. Jawohl. Sehr schön. Baum fällt. Aber voll auf den Kopf. Ja. Sag mal, hast du Kopfschmerzen? Gut, dann bauen wir die auch noch mit da rein. Und die anderen zwei holen wir uns auch noch. Ja, diese Eingeborenen werden aber auch immer geiziger, ne? Und geben uns kein Seil. Was ist da los? Das ist unfassbar. Unfassbar, Freunde. Unfassbar. Achso, das brennt ja noch. Verpiss dich! Okay, liebe Freunde, ich würde sagen, das war wieder mal eine sehr, sehr, sehr spannende Folge. Wenn euch das gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach oben oder lasst ein Abo da, würde ich mich sehr drüber freuen. Bis dahin, liebe Freunde, bis zum nächsten Mal. Servus!